Heute also ein erster Stresstest, wie Sie das ja auch selber formuliert haben, bei 37 Grad. Ein spätes Tor, aber gewonnen. Runde weiter. Sind Sie froh, dass der Talk heute erstmal rum ist? Ja, natürlich. Es ist Pokal, wir haben es gerade gesehen, Berliner AK, wie Sie Hoffenheim vor sich hergetrieben haben, wenn man so sagen darf. Kräuter Fürth scheidet in Offenbach aus. Wir wissen, wie kompliziert dieser Pokal ist und wir gerade in der Region, Aachen ist 60 Kilometer weg von von Mönchengladbach, diese Brisanz und deswegen war das gut, dass wir weitergekommen sind und uns jetzt auf Kiew vorbereiten können. Max Eberl, es ist vieles gut gelaufen für Gladbach in letzter Zeit. Das ist auch Ihr Verdienst und aktuell können Sie sich das Prädikat Transfermeister an die Brust heften. Sie haben viel eingekauft und auch viel verkauft. Und wir können uns mal die Top 10 anschauen der Transferliste aktuell. Und da sehen wir, Gladbach ist an den Plätzen 1, 3, 5 und 6 beteiligt. Und Sie haben unter anderem mit Marco Reus den Mann verkauft, der an gefühlten 90% der Tore beteiligt war. Da muss jetzt der Trainer mit klarkommen. Und Achtung, Herr Eberl, Lucien Favre sagt dazu Folgendes. Wir haben drei wichtige Spieler verloren. Das ist unser Rückgrat. Es ist ein wenig wie wenn Barcelona verliert Piqué, Xavi und Messi. Und wir müssen einfach eine neue Mannschaft aufbauen. Aber ich bin sehr optimistisch. Ich habe total Vertrauen an Max Eberl und unsere Scout-Abteilung. Sie haben auch sehr, sehr gute Transfers in die Vergangenheit gemacht. Ja, Lucien Favre sagt, Sie müssen vor allem auch Ihr Spielsystem jetzt umstellen, nachdem Marco Reus weg ist. Wie weit sind Sie da? Ja gut, das ist ja dann ein Stück weit, der Lucien hat es ja schon gesagt, ein schwieriger Prozess. Wir haben Marco Reus, Roman und Dante verloren. Darf aber nicht ganz vergessen, dass wir auch bei den Spielern 2-3 Jahre gebraucht haben, sie dahin zu bringen. Und genau das Gleiche ist jetzt wieder die Aufgabe. Durch die Transfers, die wir getätigt haben, durch die Einnahmen, die wir uns selber erwirtschaftet haben, denn die Spieler haben wir günstiger eingekauft, als wir sie verkauft haben. Mhm. Und dementsprechend konnten wir auch jetzt diese Summen investieren. Und dadurch, dass wir sehr gute Spieler verloren haben, wir aber Qualität wiederfinden wollten, haben wir diese Transferausgaben auch getätigt, weil einfach der Trainer mit uns gemeinsam was Neues auf den Weg bringen will. Und das ist die Aufgabe gewesen. Wir können den Namen noch mal vor Augen führen. Also Marco Reus, Dante und auch Marco Marin sind weg. Vielleicht sehen wir das hier. Roman Neustädter. Marco Marin war davor schon lange weg. Ja, gut, aber sein Job, sage ich jetzt mal. De Jong ist gekommen, Xhaka und Dominguez. Und Sie sprechen immer, Herr Eberl, von einer Teamarbeit, die Ihnen so wichtig ist. Mit wem haben Sie das besprochen? Das haben Sie nicht alleine entschieden. Nein. Also alleine werden Transfers eigentlich nie entschieden. Es ist immer ein Miteinander. Das ist erstmal ergibt aus der Position heraus, die wir verloren haben. Dann haben wir natürlich bei uns im Präsidium mit Rainer Bonhoff und Hans Mayer zwei Experten, die dann dazukommen, wenn der Trainer die Scouting-Abteilung mit mir persönlich dann abgestimmt hat, was für einen Spieler wollen wir holen, welchen Spieler wollen wir holen. Und die Arbeit beginnt ja nicht erst, wenn bekannt wird, welcher Spieler geht, sondern im Grunde ja schon über Jahre vorher, wo du anfängst, Spieler zu scouten. Und jetzt, wo die Gelegenheit war, dass wir ihm sehr viel Geld eingenommen haben, konnten wir auch über Spieler nachdenken, die wir schon lange auf der Liste hatten, aber einfach bisher unerschwinglich waren für uns. Mhm. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, durch den Transfer Marco Reus, durch den Transfer Dante, durch Mehreinnahmen von Zuschauern, von Trikotverkäufen, von all dergleichen, dass wir sowas tätigen konnten. Und hier in dieser Bilanz können wir eben sehr schön sehen, dass Sie diese Spieler relativ günstig bekommen haben und dann eben sehr, sehr teuer verkaufen konnten. Jetzt haben Sie mit Marc-André Ter Stegen, mit Toni Janschke und Patrick Herrmann aber schon wieder, ich sag mal, neue Werte im Depot, die Sie auch gerade eben angesprochen haben. Das klingt fast ein bisschen so wie professioneller Finanzberater. Sehen Sie sich also eine Art Anlageberater auch? Sie müssen ein finanziell gutes Händchen haben. Nein, ich glaube, das ist eine sehr gute Arbeit unserer Jugendabteilung. Und wenn wir immer wieder neue Talente nach oben bringen, dann ist das der eine Schritt. Aber dass wir dann solche hochkarätigen Talente finden und auch aus unseren eigenen Akademien nach oben bringen, das ist ein sehr, sehr intensiver Job, zeitintensiv, aber auch wirklich der Fokus drauf. Aber deswegen kommen auch so viele Talente nach Gladbach, weil sie sehen, dass bei uns eine Durchlässigkeit ist. Viele Vereine werben, dass sie eben mit jungen Spielern arbeiten, ja, aber bei uns kommen eben die Spieler schon im Jugendbereich, um dann eben ein bisschen Profikader hochzukommen. Neben dem Trainer, das ist ja ein entscheidender Aspekt, das war ja auch in der Mats vorhin zu sehen, Lucien Favre kam ja mitten in der Saison, also in der vorletzten Saison, war eben der Trainer, den wir haben wollten, weil wir wussten, dass wir auf einem eigentlich ordentlichen Weg waren,
damals tabellarisch nicht, da waren wir Letzter, das ist richtig. Aber trotzdem waren wir von der Mannschaft überzeugt. Und das hat ja auch die Qualität der Mannschaft gezeigt, weil wir haben im Sommer dann nichts gemacht und sind jetzt Vierter geworden. Also die Qualität der Mannschaft war da. Den passenden Trainer dazu, das hört sich jetzt sehr simpel an, es waren schon Überlegungen dabei, aber das muss natürlich ein Gesamtkonstrukt sein. Und das haben wir versucht zu schaffen und mit dem Quäntchen Glück haben wir es geschafft. Die Frage ist nur, macht so viel Geld, das man dann plötzlich hat? Sie wurden auf einem Neujahrsempfang als Dagobert Ebalduck, da wurden Sie vorgestellt, macht so viel Geld, das man dann plötzlich hat, auch ein bisschen nervös, weil das muss man ja, man muss es clever investieren. Und man sagt ja, nach einem Lottogewinn, da gehen die Probleme erst so richtig los. Ich hoffe, dass die Person das wirklich auf das Geld bezogen hat und nicht auf meine Person. Das ist mir erstmal sehr wichtig. Ja. Nein, es ist natürlich eine besondere Situation, dass du so viel Geld zur Verfügung hast. Und ich werde auch oft gefragt, ist das irgendwie komisch, das Geld auszugeben? Das Geld haben wir uns als Verein erarbeitet. Wir haben diese Transfers getätigt, wir haben diese Erlöse erzielt und damit haben wir auch die Möglichkeit, den Verein auf die nächste Stufe zu hieven. Und natürlich, jeder Transfer ist schwierig. Ob du wenig Geld hast, ob du viel Geld hast, jeder Transfer bedeutet Chance und Risiko. Und das Entscheidende ist bei beiden Seiten, dass du versuchst, das Risiko zu minimieren und die Chance steigen zu lassen. Gab es denn mal so, ich nenne sie mal, ich habe Geld-Erlebnisse, dass man versucht hat, ihnen irgendwelche jungen Talente oder vielleicht sogar Ladenhüter anzudrehen, die sie gar nicht haben wollen? Gut, in der Regel suchen wir die Spieler aus. Wir in der Scouting-Abteilung, wir haben unsere klare Prämisse, welche Spieler wir haben wollen und dann gehen wir los. Natürlich kriegt man auch Angebote, die hört man sich auch an und schaut in seinem System nach, ob man sie kennt, ob sie schon mal aufgefallen sind. Aber es ist eigentlich selten so, dass dir jemanden anbietet und du kenntest ihn gar nicht. Das passiert eigentlich nicht. Und wie gesagt, wir sehen es andersrum. Wir haben eine sehr gute Scouting-Abteilung, die vom Steffen Korell geführt wird, wo wir im Grunde sehr genau über die Spieler in Europa Bescheid wissen, gerade über junge Talente, weil wir unseren Fokus auf junge Spieler legen, weil wir im Grunde ein Verein sind, der mit diesen jungen Spielern arbeiten möchte. Wir möchten sie auf die nächste Stufe bringen. Und deswegen ist das ein sehr gutes Team, was da zusammen funktioniert. Und darauf werden Informationen rausgezogen. Und Max Eberl ist nach wie vor bei uns, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Das ist der Mann, der natürlich auch ein bisschen die Hand an dem großen Portemonnaie hat und weiß, dass ab Dienstag da viel auf dem Spiel steht für seine Mannschaft, wenn es um die Champions League-Qualifikation geht. Würden Sie uns verraten, was den Unterschied dann machen würde finanziell zwischen Champions League und Europa League, die ja sicher wäre? Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir da noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wir haben bei uns eine Teilung, einen Sportdirektor und auch einen Finanzdirektor. Ich glaube, der rechnet schon fleißig, was wäre, wenn. Aber so wie wir es im Grunde auch jetzt beim Spiel gegen Aachen gemacht haben, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren, was jetzt wirklich wir leisten können, das ist das Spiel zu bestreiten. Das Gleiche wollen wir auch am Dienstag gegen Kiew machen. Und wenn es dann so wäre, dass wir in den beiden Spielen Dynamo Kiew, unbestritten eine Mannschaft, die jahrelang in Europa unterwegs war und auch da sehr große Erfolge hatte. Wenn wir es wirklich geschafft haben, ich glaube, dann ist immer noch genug Zeit, dann zu überprüfen, was in die Kassen käme. Sie haben bewegte Zeiten hinter sich. Ich glaube, das kann man so sagen, Herr Eberl. In anderthalb Jahren, was da passiert ist in Gladbach, also aus der gefühlten Zweitklassigkeit in den Vorhof zur Champions League. Wie ist das jetzt in Ihrem Posten? Ist das immer nur jetzt die große Freude oder werden Sie auch mal erschlagen von dem zusätzlichen Stress, der sich da aufbaut? Den zusätzlichen Stress in der Champions League? Oder ja, generell? Champions League. Nein, also ich... Pokal, Meisterschaft. Es ist, wie Sie richtigerweise gesagt haben, darf ich es jetzt fast 4 Jahre machen, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, was mir unglaublich viel Spaß macht. Obwohl ich auch eine Zeit erlebt habe, die doch auch teilweise unter der Gürtellinie war. Aber auch das ist eine Zeit, wo man eben lernt, wo man auch Erfahrungen sammelt. Und es ist angenehm, von ganz unten zu kommen, wo dich im Grunde keiner mehr auf der Rechnung hat, um dann vielleicht auch diese positiven Dinge erleben zu dürfen, die wir jetzt gerade erleben. Und deswegen auch jetzt im Erfolg bin ich nicht überschwänglich, sondern ich bin immer noch Realist und ich weiß, wie schnell im Fußball alles gehen kann. Ich denke, wir haben letztes Jahr eine fantastische Saison erlebt. Alle Borussen haben eine fantastische Saison erlebt, die dieser Club auch verdient hat nach langer Zeit mal wieder. Und jetzt versuchen wir eben diesen Stellenwert, den wir uns erarbeitet haben, weiter zu untermauern. Und deswegen sind auch unsere Erwartungen nicht unrealistisch, dass wir träumen, weiter da oben zu bleiben, sondern wir wollen diesen Club weiter in der Bundesliga, am liebsten in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Das ist unser großes Ziel. Und das Internationale, das nehmen wir als großes Abenteuer mit. Ach, dann drücken wir doch einfach mal die Daumen für den kommenden Dienstag. Dankeschön. Dankeschön, Max Eberl. Jetzt geht's gleich ans Torwartschießen.